Runde 2. Verdient, würde ich sagen. Gegen Armada, Worm und allem. Wir sind on the draw. Aber im Gegensatz zu der Keening Apparition Swift Justice Hunt finde ich das ganz cool, weil der macht ja alleine schon was und Syncopate ist auch gut. Das Problem ist, dass wir das Syncopate telegrafieren, wenn wir nicht pumpen. Ja, aber das kriegt man irgendwie hin. Ich halte sowas. Ich weiß nicht, ob. Vielleicht ist es auch nur psychologisch, weil ein Guildgate einfach so viel cooler aussieht. Und wir können für 3 Inseln pumpen. Ja, war kein schlechter Draw. Haben wir jetzt schon mal was für Turn 6? Ich meine, klar, wir wollen den später ziehen, aber wir kommen. Wir haben Turn 6, 6 Länder. Ich meine, das ist klar. Und jetzt, irgendwann telegrafieren wir das Synchro-Bild auch nicht mehr. Das stimmt. Weil man den Frostbin wird eh nur dreimal pumpen möchte. Ja, und je nachdem, was er für Blocker legt, können wir auch einfach nicht angreifen oder sowas. Und dann ist es auch wieder... Hm. Ah, okay, da greift man an. Ja, ich denke schon. Und pumpt dann auch, tippe ich mal, einfach auf 4-1. Ja. Diese ganzen Instants sind nicht so super mit dem Weird. Das stimmt, aber wir haben gar nicht so viele Instants. Sieht nur gerade so aus, ne? Ach, du meinst den Flash-Typen? Der auch. Ja, gut, ne? Dann, da ist ja dann wirklich mal der Zeitpunkt, wo man einfach nicht angreift mit dem Frostbin wird. Sollte es. Celestia Keyboard, auch interessant. Ja, ich meine, damit was splashen ist nicht elegant, aber manchmal macht man es halt, ne? Pumpst jetzt ein weniger? Ich glaube schon. Das habe ich mir noch nicht so genau überlegt. Ach nee, das sind jetzt zwei. Also nur auf 3-2, weil der Weird halt auch blockt. Die Keyboard, ja, die Keyboard greift nicht an, aber. Aber wir könnten noch einfach den zweiten Weird auch legen. Ich finde auch schön. Ich finde, ab nächster Runde hat man dann halt 5 und da finde ich dann Syncopate von der Kurve auch gut. Und die, also gut, er kann natürlich auch jetzt nächste Runde was richtig Gutes legen. Tatsächlich finde ich es gut, ab Turn 6 beides offen zu haben. Entweder Syncopate oder Predator. Vor allen Dingen jetzt nicht voll zu pumpen. Dann weiß er auch einfach, dass es Syncopate ist. Ja, ja klar, aber ich hatte halt überlegt, ob er für 4 angreifen und nicht den Weird spielen. Ja, aber ich finde jetzt, da finde ich das, das Board Development schon besser. Ja. Und wenn er wirklich Forest macht und nichts anderes zu tun hat und uns für 3 schlägt, finde ich es ja halt auch nicht so toll. Das ist jetzt der gefährliche Zug. Oh, mit Grün tatsächlich? Ja, könnte ja auch Cursor Support sein oder so. Wobei das nicht das Ende der Welt ist, ne? Oh. Ja, und das ist gar nicht so schlimm. Also es ist eine gute Karte auf jeden Fall, jetzt einen 5-5 Us zu haben. Aber bin ich ehrlich gesagt noch ganz zufrieden. Also ich gehe davon aus, dass er stärkere Karten noch hat. Ah. Hm. Ja, das finde ich jetzt schwierig. Also die Injunction macht natürlich richtig viel Schaden jetzt, ne? Ja, und er greift nicht an, das ist ja auch richtig viel wert. Ja, das muss man einfach machen, ne? Ich denke auch. Soll ich die Planes vorher legen? So, gibt's nee, da warum? Weil wir noch die Insel haben. Ja, du willst die Insel legen. Ja gut, aber ich könnte ja zuerst die Planes legen. Ach so, und dann weil du die tappst. Ist egal. Gibt's, glaube ich, kein großes, gutes Argument für. Ach so, vielleicht... Eigentlich ist es so besser, weil jetzt könnten wir theoretisch... Es kann natürlich ab irgendeinem Punkt sein, dass er jetzt anfängt zu populaten, ne? Oh ja, da wird's krass. Aber da hatte ich mit dem Syncopate eh nicht so viel, also war ich nicht so optimistisch, dass wir es mit Syncopate würden verhindern können. Hat er geblockt? Ja, da kann man doch jetzt mal einfach einen Zeller mitnehmen. Ja. Und dann mache ich auch wieder 2 Schaden extra. Syncopate 4-1, glaube ich, ist nicht relevant. Nö, und also 2 Schaden sind schon richtig viel, ne? Ja. Also, dass er schon jumpt, ist ja ein Zeichen dafür. Mhm. Und jetzt, also wenn jetzt nicht irgendwie so, ja, noch ein 5-5er ist halt schon richtig gut, ne? Ja, da macht man nicht viel gegen. Wohl 5 Leben kriegen. Er muss aber halt auch einfach nicht das Popular Deck sein, ne? Sieht ja irgendwie so komisch aus, dass er jetzt die ganzen grünen Karten rauslässt. Vielleicht ist das blau ein Splash, aber was macht das? Wenn einfach seine getappten Kreaturen haben einfach Hexproof, okay. Ja. Das hört sich eigentlich ganz okay an. Wir können leider nicht so richtig angreifen. Wir können halt voll viele Detainer ziehen oder den. Der Man. Oh, du spielst doch jetzt nichts aus, hoffentlich gut. Nee,
Das Stil ist jetzt nicht ganz so gut, ne? Aber jetzt kommen die Instants doch voll zum Tragen, oder? Jetzt wird's super. Und wenn er aggressiv wird mit dem Us, dann sollten wir auch gute Chancen haben. Schwierig wird halt nur, was wir jetzt... Das würde ich einfach resolven lassen. Ach ja, okay. Also Arrest ist doch... Macht doch nichts. Also der eine Wirt ist doch eigentlich schon abgestellt gewesen. Okay. Einfach weil der zweite nicht so stark ist. Warte, wir haben leider nur 6 und keine 7 Mana, ne? Ja. Sonst wäre ja Doppelblock Us gar nicht schlecht. Aber mit 6 ist es schlecht. Warum 7? Achso, um zu pumpen. Nö, ich nehme jetzt einfach mal 6 Schaden. Aber du kannst Predator spielen und Bird. Ja, aber ich finde es viel wichtiger, jetzt noch den Counter offen zu halten. Wir sind auf 10, ne? Okay. Ja, 10 ist aber viel. Wir haben ja noch voll auf dem Gavel. Ist egal. Aber kann ich nicht jetzt mit dem Frostburn-Wirt angreifen auch? Ja, oder? Ich meine, was hat er sich denn da überlegt? Ich glaube halt auch nicht, dass er aggressiv spielen durfte. Obwohl, wenn er ein grünes zieht, sind wir tot. Nee, jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Wer wäre tot gewesen, meinst du? Das sind 10 Schaden. Und einfach grünes Celestia Keyboon. Ja, okay, wenn er mit dem jetzt nicht geblockt hätte. Ja, dann hätte ich das Akkustit gelegt wahrscheinlich. Okay. Aber jetzt spielst du es nicht, ne? Nee. Aha. Jetzt gewinnen wir wegen Fall. Ja, müssen wir. Wo du kannst auch Syncopate für 1. Ich will doch das. Achso, ja, warte, für 1 kann man. Ich habe 6 Mana. Ah, schade. Doch, ist doch genau richtig. Ach, und dann spielst du noch das Steed. Ich dachte, Fall of the Gavel offen. Nee, also, Fall of the Gavel ist doch dann später, wenn wir nochmal enttappen sollten, noch viel besser, oder? Ja, okay, das Steed macht natürlich in Wirklichkeit gar nichts. Jumpen. Gain 5. Aber Gain 5. Aber. Ja. Gain 5 ist Gain 5, oder? Wenn das Steed macht, ist es auch okay. Ja. Also, oder vielleicht ist Jumpen gar nicht richtig. Kann auch sein. Ja, das müssen wir dann mal gucken. Oder haben wir schon noch kein Land gespielt? Ich glaube, dass ich Land gespielt habe. Ja, hast du. So. Jetzt ist halt wieder die Sache, ne? Jetzt müssen wir gucken, wie schnell. Du kannst auch bei Defensiv spielen mit Steed und Weird den Us blocken. Nächste Runde. Ja. Ja. Und dann in 3 Angriffen mit dem Predator. Und er muss aber schon fast defensiv mit dem Bird spielen. Ich meine, auf 10 ist ja eigentlich Us Angriff das, was er machen will und nicht mit beiden. Das lasse ich jetzt durch, weil er. Also ich gehe zwar auf 4. Aber ich habe ja dann ab dann auch das Seed offen. Wenn er jetzt 2 Combatricks hat, um uns zu töten, wäre halt blöd gewesen. Das sehe ich aber im eigentlich blau-weißen Deck nicht. Der ist auch natürlich der Wahnsinn. 8 Mana, aber ich greife doch jetzt erstmal einfach nur mit dem Predator an, oder? Ja. Und irgendwie hätte ich ja am liebsten einfach nur jetzt den Counter und den Aquasteed offen gelassen. Und den Guildmage würde ich dann zurückhalten, bis wir ihn wirklich brauchen. Ist nicht. Was macht er? Counter? Boah, also wir machen den mit den Countern richtig schön fertig, ne? Er hat auch seine Populate Spells immer in unsere Sachen reingespielt, ne? Mhm. Und jetzt Steed offen lassen? Ich meine, ja, klar. Das Steed ist doch einfach super an der Stelle. Ja. Komischerweise. Man glaubt es ja kaum, aber man weiß es so. Okay. Jetzt ist es nicht mehr super. Jetzt jumpt es halt doch einfach nur. Ja. Greift er immer noch meinen Bird an? Nee, das wäre da auf. So, dann blocken wir den mal mit dem Frostburn-Wirt einfach. Nicht mit dem Steed? Ich überlege gerade, wie wir eigentlich gewinnen. Also wir haben ja jetzt den Guildmage nicht ausgespielt. Warte kurz. Wir können noch Guildmage nächste Runde spielen, beiden Flugfähigkeit geben. Wenn wir ein ungetapptes Land ziehen, können wir den Frostburn-Wirt fliegend machen und den Bird detainen. Ach, beides sogar. Aber dann haben wir kein Land mehr, um den zu pumpen, oder? Ist ja egal, er ist auf 4. Ach so. Wenn wir das aber nicht machen, dann ist es auch eigentlich egal, welche Kreatur wir noch im Spiel haben, oder? Ja. Dann lassen wir ihn einfach jumpen und dann gucken. Aber dann kann ich auch Oder jumpst du überhaupt? Du kannst ja auch nehmen, theoretisch. Nee, ich nehme das nicht.
Das ist doch unnötig. Weil, nee, weil du kannst nämlich überlegen, dass du Guildmate spielst, beiden Flugfähigkeit gibst, Angriff mit allen, Lethal. Ja, stimmt ja nicht, er blockt ja dann einfach so. Angriff mit beiden, ach, und dann hast du keinen Mana mehr, so viel 6? Nee, also ich habe ja nicht ewig, ich habe ja nicht beliebig viel Mana. Also ich mach's jetzt doch, nicht so, dass Lethal gewesen. Ach, weil du, weil man den noch hätte pumpen müssen, meinst du? Ja, du hast 8 okay. Mana, Simon. Das war nicht stark, warum hast du nicht zuerst überlegt? Du spielst für 6 Flying auf die beiden Kreaturen. Ja, hast du 2-3 Power-Kreaturen. Das, was du gesagt hast, hörte sich für mich so an, als würdest du einfach nur mit denen angreifen wollen. Nee, alle fliegend angreifen. Ja. So, Keening Apparition ist ja auch ganz cool ist an gut. der Stelle. Ich glaube, jetzt zocken wir es einfach langsam. Also, du willst nicht riskieren, Detain und Flugfähigkeit geht nicht, oder? Du hast kein ungetapptes Land. Nee, ja. Genau, Angriff mit Predator. Ja. Ja, hätte man vielleicht. Ich weiß noch nicht mal, also ob wir den das Play dann gemacht hätten, was wir jetzt gerade noch besprochen haben. Ich glaube schon. Ich glaube, jetzt jumpen wir mit Apparition und holen uns den Weird wieder. Aber jetzt spiele ich auch den Guildmage noch dazu, oder? Wobei der natürlich eigentlich nicht nötig ist. Gegen, ja, falls er wirklich jetzt ein Supreme Verdict hat, aber gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus, oder? Ja. Ja, es ist nicht sicher, ob die, aber ich bin ziemlich sicher, wär's tödlich gewesen. Genau, es gab halt gewisse Karten hier, die, die eventuell blöd gewesen wären. Komm, damit der Keyhoon rüber. Er tappt erstmal Supreme Verdict und dann Keyhoon Angriff. Ist schon ziemlich fies. Ja, dann verlieren wir auch. Sehr wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ja gar kein Problem. Ja. Er hat da so eben was getappt. Ich finde, einen fliegend machen, deine 1 Dingser und andere für 4. Gut. Ich habe 9 Mana. Ich könnte natürlich auch den. Ah ne, den Detain bringt ja nichts. Das heißt, ich mache den Frostbane Weird Flying. Ja, genau. Oder sogar den Guildmage selber. Ja, der Frostbane Weird ist halt alleine auch lethal, oder? Das ist natürlich Quatsch, weil wenn er was hat, dann kann er das eh verhindern. Jetzt greif mal mit beiden. Ich kann auch noch eine Kreatur Flying geben. Dann kannst du auch noch Detainen, ne? Ja. Dann ihn, ja. Außer ich muss pumpen, um lethal zu sein, aber. Also, man kann jetzt nicht alles haben. Ist komisch, dass Flying da jetzt nicht angezeigt wird, ne? Das finde ich ein bisschen. Ja, cool. Ja, man muss die dann groß machen. Ja, war nicht so optimal gespielt, aber andererseits, man wusste auch wirklich nicht so genau, was er noch alles haben könnte. So, das Steed ist natürlich ziemlich schlecht. Ich finde, weil wieder Judges Familiar ganz cool. Ja. Weil auch solche, wenn er diesen Us einfach spielt. Ja. Und die ganzen Combat-Tricks nenne ich sie jetzt mal. Die Celestia Populate Spells und so. Und ansonsten, die anderen Karten finde ich nicht so spannend. Das Steed würde ich jetzt am ehesten wieder rausnehmen, vor allem on the draw. Kann man eigentlich Mizzium Skin noch eine gegnerische Kreatur spielen? Nein. Okay. Ach ja, das mit Overload ja auch offensichtlich Quatsch. Vor allem ist ja Hexproof auch einfach nicht so toll. Dann. Nee, aber das ist natürlich, also wäre es auch gegnerische Kreaturen. Ja, aber Hexproof heißt, dass er sie weiterhin targeten kann. Ach, weil die Kreatur es kriegt und nicht du, der Besitzer. Ja. Lassen wir es so, ne? Ja. Ich meine, er wird jetzt ein bisschen schlauer sein mit seinen Tricks. Was ist mit Dispel eigentlich? Hat er da was gezeigt? Ich gehe immer von Pumpern aus gegen so Decks, aber. Er hat aber Ice in the Sky und Rootbound Defenses gezeigt. Ja. Ja, das reicht uns ja schon. Okay, ab dafür. Ist da schon der nächste durch? Nee. Doch, da ist schon einer durchgestrichen. Mhm. Die anderen sind schon fertig. Genau, man kann sich sogar hier dann angucken, wie es ausgegangen ist. Nee, Dark Dealer ist unser Gegner. Ja. Lost Game One. Wird dann abgedatet. Ich meine, der Client hat schon was, aber im Moment ist er noch so ein bisschen komisch, finde ich persönlich. Stimme ich dir zu. So. Ja. Ich glaube, man hält es nicht. Wir haben 2 Planes gezogen und sind on the draw. Ja, ich meine, wenn man keinen Spell casten kann und die beiden Kreaturen doppelblau sind, dann ist das einfach ein Mulligan. Das ist einfach eine einfache Entscheidung, oder? Ja. Und das ist doch super.
tatsächlich mal der Sky Knight, der einer der besten Karten ist in dem Deck. Ja, nicht gegen 3-1 Flyer, natürlich nicht super optimal, aber schon noch sehr stark. Gegen 3-1 Flyer? Gegen 1-1 Flyer von ihm, die er ja spielt. Gegen also, Ice in the Sky. Ja. Ah, das ist doch besser, glaube ich. Ja, weil der Detain-Effekt. Einfach den Weird im Spiel zu haben, ja, ne? Obwohl er ein bisschen weniger Schaden macht. Weil man noch auscurved, ja. Ja, und weil er vom... Er ist auch einfach vom Mana her schwerer zu casten. Das heißt, das Blaue schon mal getappt zu haben, ist, glaube ich, auch gut. Ah, ist genau wie im letzten Spiel. Ja. Erstmal angreifen, glaube ich. Ja, was machen wir denn dann eigentlich? Ich glaube, man spielt Sky Knight, weil man auch noch Alresta nächste Runde auf Bird legt. Finde ich okay. Hm. Und dann kann man auch entscheiden, irgendwann nur noch mit dem Alresta anzugreifen, bis er den abtauscht. Und jetzt detain ich den Bird. Oder? Ja. Eigentlich den Seller, oder? Weil wenn ich will, dass er mit einer Kreatur angreift, dann mit dem ja, Bird. Ja, ist korrekt. Er scheint Colors gut zu sein, vielleicht nicht, aber es kann schon immer sein, was sehr angenehm wäre. Und wir haben eventuell auch einen coolen Zug, wo wir gleich Arresta und Syncopate machen können. Wenn wir verzichten darauf, also wenn wir auf den Weird verzichten. Ja. Das sieht nicht so Colors gut aus. Also er hat halt jetzt kein Blaues, aber hat er irgendwelche blauen Spells gezeigt überhaupt? Krass, der greift an. Ja, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Ah, warte, es könnte ein Populate Spell sein. Aber dann ist Syncopate der Wahnsinn. Oder +2/+2 und Untap. Also alles andere wäre sehr komisch. Dann caste ich jetzt aber auch den Arrester erstmal nicht, sondern greife erstmal an. Also, ja, man hätte jetzt zurückbleiben können mit dem Frostburn Weird, aber... Ich würde sagen, Pump für 1 und Griffin gelegt, oder? Ja, ich habe halt keinen Blocker für die Keyrune, aber ich dachte mir... Wir sind doch Aggro. Genau, und wenn und die Keyrune... Warte, was passiert jetzt? Ah, okay. Aber es ist im Declare Blocker Step. Das ist ja schon mal schlecht von ihm gespielt. Wird es trotzdem? Aber er verhindert 5 Schaden auf sich. Die Karte ist Bird +5 Schaden. Bird. Das ist doch richtig gut, oder? Aber er hat es halt noch, richtig schlecht gespielt, ne? Ja, aber dann, wir hätten nicht pumpen sollen jetzt quasi. Im Nachhinein. Ja, aber das konnte ja keiner wissen, so, dass es so laufen würde. Ja. Tatsächlich und ist auch der Damage. Ob der Arresta jetzt im Spiel ist oder nicht, finde ich gar nicht so wichtig. Der ist doch nächste Runde auch noch stark. Ja, ist er. Mountain? Aha. Us? Oder? Nee. So was für X. Ja, da gibt's ja nur. Ach nee. Okay. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen sprachlos. Muss ich sagen. Ah, wir müssen in die Reveal-Zone gucken. Okay. Keine Insel? Vielleicht hat er das auch rausgebordet, Inseln. Ja, vielleicht hat er sich was anderes ausgedacht. Ist ja legitim. Ja. Boah. Was ist jetzt stärker? Ich glaube Injunction, wenn man Chance auf Plains hat. Ich könnte ja auch beide Planes offen lassen, das ist nur super schlecht, wenn der Weird dann nicht angreifen kann. Ich kann auch einfach den Arrester legen, den Bird detainen, mit beiden angreifen und dann die Injunction nächste Runde spielen. Ja, das ist glaube ich am besten. Ich meine, dann bin ich ja nicht davon abhängig, was oben in der Library, auf der Library drauf liegt, oder? Ja. Ich habe den Eindruck, wir verprügeln ihn einfach sehr, sehr stark. Danach sieht es im Moment aus, ja. Vielleicht blockt er jetzt mal wieder mit Zelle auf Songbirds oder so. Ansonsten nimmt er ja wieder 6 Schaden. Und das muss ja ein guter Zug für uns sein, oder? Wo sowas passiert. Es gibt immer noch viele Sachen, die das Deck machen kann, die dann halt wieder sehr gut aussehen, ne? Wenn also Ice in the Skies und Rootborn Defenses oder sowas. Und wer Sieg The Horizon spielt, wird jetzt wohl auch einen 7-Drop zocken, oder? Das kann uns gut passieren. Andererseits... Unsere Hand ist natürlich sehr gut aufgestellt dagegen. Das ist fies. Ich hätte fast Lust zu bezahlen, aber wahrscheinlich können wir uns das nicht leisten. Aber nicht? Das ist kein 7-Drop, oder? Ich würde bezahlen.
Also letztendlich ist es doch so, dass wir einfach einen 3-1-Flieger behalten, statt einen 2-3-Flieger nachzulegen. Genau. Und wenn er mit dem Bird abtauscht, dann haben wir 2-1 getradet. Ja, also du musst halt überlegen, ob du mit Arresta angreifst oder nicht. Wahrscheinlich schon, oder? Ich lasse auch einfach blau offen jetzt. Ja, das ist ja klar. War ja klar. Warum sollte Arresta nicht angreifen? Ja, weil dann kann er den Bird mit dem Arresta abtauschen, statt mit dem Sky Knight, aber das ist ja egal. Ich wollte jetzt einfach ganz aggressiv spielen. Ja, ich denke, dass er Arresta jetzt abtauscht gegen Bird. Oh. Okay. Habe ich nichts gegen. Ja gut, ist schon klar, dass er natürlich hier ein bisschen Tempo machen will. Und dadurch, dass wir jetzt die Swift Justice nicht anbringen konnten und auch ein bisschen wenig Mana hatten, hat das auch ganz gut für ihn geklappt. Us? Fetter Us? Ja. Nee. Nein, Rhinos. Rhinos sind noch ein Stück fiese. Greifst du an der Stelle? Nee. Warum nicht? Also einfach mit dem angreifen, oder was? Ja. Und dann? Dann gibst du ihm 3. Ja, also erstmal blockt er. Ja gut, wenn er blockt, dann tötest du halt einen. Und wenn er mit beiden blockt? Ja, dann ist blöd, aber... Ja, ist nicht so toll, ne? Möchte auch machen. Aber du kannst davor natürlich theoretisch die Injunction spielen. Aber warum spiele ich nicht einfach den Griffin? Das kannst du ja immer noch. Also ich finde, Injunction spielen ist so shady, weil da müsstest du... Ja, genau. Ich kann die Injunction aber trotzdem einfach mal cyclen. Schadet ja nicht. Weil dann nehme ich 4 Schaden weniger. Ja, okay. Und ich greife einfach nicht an diese Runde, wenn der Frostbind wird. Müssen wir es über Flieger gewinnen, ne? Ah, der ist ja auch... Das ist doch alles ganz gut. Ja gut, das war jetzt schon halt ein 8-Drop, ne? Aber das haben 8-Drops halt auch so an sich. Wobei, es ja auch nur daran liegt, dass wir nicht keinen Bounce spielen. Da haben wir auch schon einen guten Block für. Ja, finde ich komisch. Weißt du, dass er ein Trick... Aber gegen Trick, finde ich, machen wir nichts, oder? Ist doch super, wenn er den Trick jetzt spielt. Ja. Gegen unseren Weird, der eh nichts macht, fast... Es gibt schon richtig gute Tricks jetzt, die er haben kann, aber... Naja, ich hatte das auch, okay. Venting, ja. Nö. Uah. Das ist schon fies. Ich muss aber offensiv bleiben, oder? Denke ich auch. Also ich kann natürlich auch mit Griffin und Skyline Predator einen Rhino doppelblocken. Ah, ich kann auch mit Skyline Predator und Frostbind wird einen Rhino doppelblocken. Mhm. Vielleicht jumpblocke ich auch einfach mit einem Weird. Ja, ist die Frage, ob ich echt aggressiv bin. Aber der Griffin macht alleine halt nichts, ne? Ja, der Griffin greift an. So. Wow. Hättest du das erwartet? Instant auch noch, ne? Er hat gar nicht nachgedacht, ne? Nee. Hm. Also das... Ich meine, er hat da schon ziemlich viel Schaden liegen, so ist nicht, aber... Aber er war auf 9. Also da hätte man doch einfach auch mal... den Damage nehmen können, oder? So, jetzt müssen wir bedenken, wenn wir jumpen. Also ich würde sagen, wir bringen die Keywound doch um, oder? Beim Predator. Ja. Und dann blocken wir mit dem Weird nicht? Wenn wir nicht blocken, haben dann sind wir gegen Giant Growth tot. Genau. Aber er hat ja letzte Runde nicht gehabt. Dafür haben wir halt Lethal liegen. Ja. Und wir können uns nächste Runde dann auch. Ich kann natürlich auch mit dem Weird blocken. Nur die Keyword. Und mir dann anschauen lassen, was er hat. Aber wenn er noch einen Blocker legt, bin ich ja eh nicht lethal, ne? Ja, aber ich glaube, dass wir gegen noch was haben. Obwohl, wir können nächste Runde auch noch einen Weird und für 4 Lifelink angreifen. Dann jumpen wir 2 und sterben auch nicht. Und dann ist er auch noch tot. Ja. Das ist ja auch noch okay. Also ich finde Predator blockt Keyword am besten. Ja, also wenn wir mit dem Predator blocken, sind wir gegen Giant Growth ja eh schlecht. Ja, gegen Giant Growth sind wir... Ich probiere es jetzt einfach, glaube ich. Ich denke halt eher, dass er noch was auslegt. An der Stelle. Aber das sieht nicht schlecht aus, wenn er noch was auslegt. Finde ich persönlich. Aber du würdest jetzt auch nicht mit dem Frostbeam wieder jumpen, oder? Weil wenn er nichts auslegt, haben wir direkt gewonnen. Genau. Und den Jump kann man immer noch machen. Oh, Chaos of Might. Aber ich glaube, Chaos of Might ist stark. Das war aber, glaube ich, nicht zu besiegen für uns. Ja. Ist genau lethal. Hätte man, ja, aber Doppelblock auf die Keybone vielleicht?
Doppelblock auf die Keyboard wäre besser sein gewesen. Nein, aber es war eh lethal, weil dann macht das halt auf macht das halt auf den Rhino. Ja, stimmt. Wir hatten ja gesagt, dass wir dann, da hätte man ganz anders spielen müssen. Aber es war richtig, den 6-Trop ins Spiel zu kriegen an der Stelle. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Ich glaube, einfach 3 Rhinos irgendwie ins Spiel zu kriegen gegen ein Deck aus 2-Drops ist ganz gut. Ja, naja, klar. Die Frage ist... Downsize ist gut gegen Rhinos, aber... Also das gewinnt halt in so einer Stelle. Ja, aber wir dürfen nicht zu viele Karten ziehen, die nichts machen, ne? Ja. Ich finde, unser Deck ist auch richtig gebaut. Also ich würde da jetzt nichts ändern. Okay. Dann ab dafür. Wir brauchen die günstigen Spells und das ist wichtiger, als noch einen 4. 6-Drop zu spielen. Gute Hand. Im Gate-Match kann ja auch den Kill, wie wir eben gesehen haben, einfach mal machen. Ja, der hat mich schon sehr überzeugt. Der war schon richtig gut, der Guildmage. Du mochtest den bis jetzt noch nicht so, hatte ich den Eindruck. Ja, ich dachte immer, der ist so lala, aber der ist schon besser, als er aussieht. Also, aber irgendwie ist das einer der Guildmages, den man halt nicht oft aktiviert und der trotzdem gut ist. So merkwürdig das vielleicht klingt. Ich wollte jetzt den Riad ausspielen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Swift Justice jetzt was geändert hat, aber eigentlich nicht. Nee. Ich glaube auch, dass man für 4 angreifen will. Aha, weiß ich nicht. Na, ich glaube schon, dass man den Guildmage ins Spiel bringen wird. Ich glaube auch, tatsächlich. Also. Ja, mach mal für 2 Angriff. Ja, da ist schon richtig schön, wie viel Druck wir machen können mit dem Deck. Wir haben auch 4 Frostburn Wheels, ne? Ich meine. Das sind ja schon richtig gute 2-Drops in unserem Deck. Ja, klar. Seller? Immer das Gleiche. So, Injunction auf... Nee, nicht? Gibt ja keinen Block, der gefährlich ist. Ach so, weil wir Switch Justice haben, ne? Genau. Hat er nicht geblockt? Ich wollte jetzt einfach noch einen Weird legen, glaube ich, oder? Ja. Weil doch die Kreatur im Spiel haben wertvoller ist. Ich glaube auch. Obwohl Weird und Detain wollen, ist natürlich ein bisschen shady. Ja, das kriegt man nicht alles hin, natürlich. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber es müsste passen. Ja, das ist der neue Client, ist auch einfach was langsamer. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt können wir halt mit Inaction Injunction ja auch nochmal richtig Tempo machen, ne? Wenn er, je nachdem, was er jetzt legt. Und dann müssen wir es irgendwann halt in die Luft nehmen, das Match. Dafür wäre eine zweite Plains irgendwann wichtig. Okay. Das ist eine starke Karte. Aber erstmal auch schwächer als so ein... Ich verhindere jetzt, dass der Seller blockt. Ja. An der Stelle. Das müsste korrekt sein. Und dann mal so. Den haben wir noch nie gezogen. Wie gut ist der? Weiß ich nicht. Man kann den fliegen machen. Dann also man spielt den noch aus, oder? Ich meine, so mache ich 4 und ich könnte 7 machen, aber ich brauche noch eine Kreatur, ne? 7 ist schon auch cool. Wobei, man kann natürlich auch einfach gleich Weird fliegen machen und einfach pumpen. Ja, er hat ja Flieger. Er kriegt Flieger ohne Ende. Ich glaube, Steeler ist richtig stark. Wo diese Weirds sind ja gegen Birds ja auch einfach, machen schon für Spaß, ne? Ah, ich mag das auch, den Steeler jetzt ins Spiel zu kriegen. Ich meine, ich hoffe jetzt so ein bisschen, dass er wieder ins Dispel läuft. Falls er nämlich irgendein Populate oder Indestructible oder sowas hat, will er das ja unbedingt in unserem Zug spielen, eigentlich. Ja. Gutter Snipe. Das ist aber jetzt schon echt ein bisschen merkwürdig, was er da macht, oder? Die greift an. Krass. Was geht denn jetzt ab? Ja, wahrscheinlich halt ein Populate Spell. Ja. Würde ich schätzen. Ist doch super. Greifst du mit allem an oder lässt du den Guildmage zurück? Da ist so für mich die Frage. Will ich denn was Flying geben? Eigentlich nicht. Eigentlich das kostet nicht. Mehr. Das kostet mich zu viel. Und wenn er den Steeler Gutter Snipe tauscht, ist das auch okay, oder? Ja.
Ja, man kann Swift Justice dann spielen, aber... Ach so, aber dann könnte er den Guildmage natürlich töten, ne? Ah ne, den Guildmage muss ich mit Swift Justice beschützen. Wenn er den mit Gathersnipe blockt. Ach so. Den Guildmage kann ich ja nicht verlieren, das geht ja nicht an der Stelle. Deshalb finde ich den Angriff mit dem Guildmage halt nicht stark. Ja, aber den würde ich doch beschützen. Ah, okay. Ich würde halt nur den Steeler nicht beschützen, glaube ich. Also theoretisch könnte er mit allem den Guildmage blocken, aber dann ist er, das wird er nicht fast tun. Tot. Nee, ne? Dann habe ich ihn ja fast tot. Ich glaube, hier mit allen Angreifen ist es schon stark. Ah, dann kriegen wir ziemlich noch eine Karte und alles. Ja, der Spell wird der Wahnsinn, ne? Gehe ich fest, man, er hat schon wieder nichts. 4-5 Schaden machen wir so schon. Ja, da wird noch... Also er wird ja auf jeden Fall mit dem Gathersnipe blocken. Nein, das war der Block. Was? Was ist das denn für ein Block? Dann töte ich deinen Zeller. Und mach das ganz entspannt, oder? Willst du nicht noch den anderen Weird pumpen? Ja, können wir auch noch machen. Für 3. Weil er wird halt jetzt irgendeinen Spell casten wollen, dann wird das nicht funktionieren. Und dann, Ach, triggert der Gathersnipe dann? Ja, aber... Das sind 2 Schaden auf uns. Ach, nur auf uns, das kann er nicht richtig. Karte macht jetzt gar nichts. Aber komisch, dass er das wieder nicht, also dass er nicht mehr 2 Birds blockt. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch nicht das erste Mal, dass wir... Counter. Dass wir ein Counter-Spell spielen, ne? Ja, dann pumpt doch noch für 3 Schaden. Ja, wir ziehen noch eine Karte, aber das ist ja jetzt egal an der Stelle, oder? So, ja, ich glaube schon. Also weil... Vor allem, weil er auf 2 Leben ist einfach mega bitter für ihn. Ja. Ja, jetzt ist alles tödlich bei uns quasi. Mhm. Er hat 3 Flieger, also die eine Fähigkeit des Guildmages ist jetzt nicht so toll. Die andere ist aber super auch, tatsächlich. Ja. Ja, alles ist tödlich, stimmt ja. Ah, stimmt, wir haben 6 Mana, ja. Dann sind die Weirds auch noch tödlich. Was meinst du? Nee, wenn wir detainen, dann wären sie ja nicht mehr tödlich. Ach so, wenn wir mit dem Guildmage detainen, das stimmt. Ich dachte jetzt, wenn er halt 5 Mana hat für was Fettes, dann muss er ja jede unserer Kreaturen blocken, einfach. Okay, wäre krank. Eventuell hat er wieder einen Instant oder sowas, ne? Ja. Das kann uns natürlich jetzt jedes Mal passieren. In den Populate Indestructible will man ja nicht reinlaufen unbedingt. Ja. Du könntest halt auch nur mit den Weirds angreifen. Oder den Steeler halt auch noch oder sowas, weiß ich nicht. Hm. Also er muss ja was haben, sonst wäre der Angriff ja Quatsch gewesen. Und wenn ich einfach die Skywatch lege und Guttersnipe wegmache, dann hat er doch auch keine so tollen Blocks. Dann muss er, also selbst wenn er dann das Populate Indestructible hat, hat er 3 Blocker, aber ich greife mit 4ern an, das heißt, er muss den 2er. Genau, deine Weirds sind halt da nicht lethal, was ein bisschen komisch ist. Deshalb könntest du halt auch detainen, damit sie lethal bleiben. Ja, aber ich finde 3-3er ins Spiel kriegen jetzt schon richtig gut. Ja, ich auch. Okay, eine Antwort. Damit wir auch Bescheid wissen, oder was? Ja. Ja, jetzt greifen wir gar nicht an, ne? Ich überlege noch, tatsächlich. Weil wir ja eventuell einen Schaden machen, oder? Er hat 4 Blocker, wie willst du den Schaden machen? Also entweder er kriegt keinen Schaden oder er tötet dir was. Ne, wir haben ja deshalb spielen wir ja die Skywatch. Ach so. Das war ja der ganze Plan dahinter. Jetzt forcen wir doch einfach einen Damage. Ach so, genau, einen Damage. Weil wenn er noch einen Instant hat, ist natürlich dann schlecht. Dann würden wir entweder keinen Damage oder den Guildmage verlieren. Ja, aber jetzt, also der eine Schaden ist doch auch schon wieder nicht ganz unwichtig, oder? Schon nicht so super wichtig. Okay. Und defensiv braucht man das auch. Jetzt geht er auf 0. Nee, gut. Er hat echt noch was. Aber... Er hat es schon wieder ganz merkwürdig gespielt, oder? Also das war ja jetzt seine Chance. Er hätte einfach den Steeler und Guildmage wegzunehmen. Ja. Ich habe einfach darauf gespielt, dass er das nicht hat jetzt an der Stelle. Wow. Das ist mir in 8-4 lang nicht mehr passiert. Das ist ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, der hätte uns nächste Runde damit ja auch noch immer, also auch noch vernichtet. Ja. Und jetzt haben wir wieder 5 Lethal Kreaturen quasi. Na gut, er hat selber ziemlich viele Blocker.
Ja, lauter 1-1-Blocker halt. Also wenn er jetzt nicht... Nein. Wir sind noch 12. Wir sind... Wir sind genau tot. Ach, der hat 5 Angreifer. 4 kommen durch. Wir sind tatsächlich nur auf 10, weil er noch Gutter Snap Action gekriegt hat. Ja, okay. Kloppt. Ich meine, das ist ein legitimer Plan. Tja, schade. Swift Justice spielen an irgendeiner Stelle, aber nicht so cool, ne? Ja, es gibt natürlich Alternativen, das zu spielen, aber gegen Defenses, Deliverance, Diner Charge auf der Hand. Ja, gewinnt man es auch mal nicht. Gewinnt einfach nicht. Schade. Na, wir hatten ihn halt auf 2. Bin ich jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich haben wir jetzt... Ach nee, es tippt doch nicht. Ich meine, wir hatten schon das bessere Deck. Das muss man, glaube ich, klar sagen. Ja. Zumindest das normalere Deck. Das steht ja außer Frage. Und wir waren sehr nah dran, ihn auch einfach besiegt zu haben an der Stelle. Und also besser gespielt ist eindeutig. Krass. Naja, gut. Das war ein effektives Diner Charge. Ja, und also dann hat der Damage vom Gutter Sniper auch noch dazu addiert. Er hätte uns mit beiden Druid Deliverances viel mehr Probleme bereiten können. Ja. Das eine hatten wir zwar das Dispel, aber gut. Ein merkwürdiges Populate Deck, hat nur Birds populated. Ja, hat die richtig teuren Sachen. Also Slime. Ja, Slime und Rhino, aber die hätten wir ja wahrscheinlich out-tempoed an der Stelle. Und ja, uns genau auf 0 halt. Also auf minus 2, aber also ein Blocker mehr oder ein Angreifer weniger bei ihm, dann reicht's nicht. Ja. Gut, dann. Bis in einer Woche. Das war Gerzen und Gerzen. Ich weiß nicht genau, wann wir das nächste Video dann haben, aber das waren definitiv Gerzen und Gerzen. Mit einem aggressiven Azurios-Deck. Schönes Deck. Okay, macht's gut. Ciao.